bin Hanna Borchert, ich bin selber Landwirtin und bewirtschafte, arbeite momentan auf einem Ackerbaubetrieb in der Nähe von Köln im Kreis Düren. Und wir haben uns heute dazu entschlossen, dass wir nochmal auf die Demo mit nach Köln fahren, einfach um nochmal Präsenz zu zeigen und zu sagen, naja, wenn ihr Lebensmittel haben wollt, regionale Lebensmittel, dann brauchen wir für eine, auch Wertschätzung dafür, dass wir diese anbauen. Und vor allem Planungssicherheit auch seitens der Regierung. Das betrifft jetzt vor allem dann die Tierhaltung, aber auch den Ackerbau. Einfach, dass man sagt, okay, es möchte Pflanzenschutzeinsparungen, sollen wir machen, was ja auch an sich kein Problem ist. Es gibt ja mittlerweile genug Technik, die das anbietet. Wenn man sich eine hochmoderne Spritze anschaut, die Spot-Spraying besitzt, naja, die sieht quasi über Kameras selber, okay, das ist ein Unkraut, hier müssen wir die Spritze anschalten und hier ist, sag ich mal, die Kulturpflanze, da lassen wir die Spritze aus. Das ist eine wunderbare Technik, aber die ist halt auch unfassbar teuer. Und als normaler Landwirt kann man sich das einfach nicht leisten.